What's going on, guys? Thanks for watching Strikers! Boom, Freunde! Heute haben wir einen ganz, ganz special guest in the house. Was geht? Janza, mein Zwillingsbruder, ist dabei. Und Baba ist auch wieder da. Engin ist wieder da. Dennis, Denisovic, ist immer da. Mashallah, Bruder. Und der koreanische Ronaldo, Sonaldo, ist natürlich auch am Start. Heute spielen wir mal wieder Mini-WM, aber mit einem Twist. Denn mein Zwillingsbruder und ich spielen zusammen in einer Mannschaft, deswegen Arsenal-London-Trikots. Und nur er darf das Tor machen. Ich darf vorlegen, ich darf dribbeln, sonst alles. Aber ich darf nicht ins Tor schießen. Der Twist, sagen wir mal, ist, er kann gar keinen Fußball spielen. Wait a minute. Deswegen habe ich es doppelt so schwer, gegen diese krassen Jungs hier heute zu spielen. Dann stelle ich euch die Spieler vor und dann würde ich sagen, let's go. Okay, ich habe folgenden Plan für uns. Ich dribbel, mach links, rechts, oben, unten. Du stehst einfach im 5-Meter-Raum, weißt du, wo der ist? Ja. Und boom, schiebst einfach nur rein, okay? Okay. Okay. Freunde, falls ihr euch fragt, warum es hier so laut ist, neben uns ist Bau Sterle und die reißen hier ein ganzes Gebäude ab. Im heutigen Video braucht jeder 2 Tore, um in die nächste Runde zu kommen. Eigentlich sollte ich ja meinem Zwillingsbruder ein Tor auflegen, aber diesmal habe ich meinem anderen Bruder ein Tor aufgelegt. Danke. Bro, aber du musst gleich zurückspielen, ne? Ja, diese Vorlage mit der Hacke war super. Nice. Oh Mann, da hätte ich ihn einfach nur annehmen müssen und schießen. Der John hätte keine Chance gehabt. Das war fair play. Drei Stunden später. Oh my God! Nope. Got it! Da hat er sich schön frei gespielt, aber man sieht es nicht einfach. Mal die Vorlagen annehmen, ne, die du gelegt bekommst. Da versucht der Dennis durch die Mitte und... Oh. Hey, übertreibt man nicht. Was für eine Geburt! Den ersten hast du gut angetäuscht. Ja. It's here, boy. It's here, boy. It's here, boy. Oh my God! Oh my God! Da macht er den nicht rein. Und der Schmiede nimmt ihn an? Nope. Freunde, ihr müsst verstehen, ich bin der Sportler in der Familie, also der Dumme. Und er ist der Akademiker. Laufe bei seiner Stärke, mit dem Ball laufen. An allen vorbei. Und spielt den Ball rüber und er macht ihn. Oh, das war das zweite Tor. Komm her, wir sind weiter. Es sind nur noch die beiden Brüder hier drin, Dennis und Engin. Mal gucken, was passieren wird. Der ist noch rein! Kopfballtor. Dein Kopf ist sogar ein bisschen rot da. Der Torwart macht Arbeitsverweigerung. Meinst du? Ja. Guck mal. Oh, wow. Das nächste Tor gewinnt, ne? So ist es, das nächste Tor gewinnt. Oh,
Boah. Der Dennis geht auf die Außen. Dribbelt, übersteiger. Boah, hält den, oh mein Gott. Oh nein, der hält den auch. Oh mein Gott, Jungs. Und der Gewinner aus dieser Aktion ist der definitiv beste Keeper auf YouTube jetzt. Der linken Picke. Hast du so? Nein, hab ich nicht. Das sind die vier Kontrahenten. Babasinho, Laurosinho, Jansinho und Igen. Ein paar Props an Ronaldo, der stark gehalten hat die erste Runde. Lauro kontrolliert den Ball. Guter Hackenball, aber Engin. Engin macht ihn. Da hat einer geschlafen in meiner Mannschaft. Ich möchte nicht sagen, wer. Aber Engin hat es ausgenutzt. Gut gemacht. Ja. Oh, guter Ball von Janssen. Und Babasinho macht das Ding. Oh, gut aufgepasst. Oh, der Lauro mit seinen flinken Füßen. Jetzt aber. Er macht ihn. Ja. Dafür, dass du der schlechteste Spieler bist, hast du die meisten Tore bis jetzt. Was sagst du dazu? Gemacht. Lauro, du bist der Billigste, du hast noch gar kein Tor. In der Tat. Foul. Ich muss ehrlich zugeben, es war kein absichtliches Foul, aber nichtsdestotrotz habe ich Engin verletzt, deswegen würde ich sagen, Freistoß für Engin. Das war schon ein sicher geglaubtes Tor. Wie ein Windhund läuft der hier. Janssen, lauf da hin, schieß den Ball einfach. Ja! Instinkt, das muss in der Familie liegen. Was sagst du, dass Jansa hier mitspielt? Jansa ist der beste Spieler heute. Der findest du? Das nächste Tor entscheidet hier zwischen den beiden Jungs. Engin, der Edeltechniker, gegen Baba, den Edeltechniker. Oh. Schaut euch dieses Duell an. Das ist Oberliga-Niveau. Ganz locker. Er hat's ganz locker gemacht. Das ist schwer gegen ihn. Du bist voll der Ehrenmann. Le grande finale, Freunde. Baba the Master gegen mein Zwilling und mich. Im Halbfinale seid ihr direkt. Habt ihr zwei Tore gemacht? Wart ihr weiter? Waren wir weit. Zwei Tore, möge der Bessere gewinnen. Ella. Oh, was ein schöner Abschluss von John. Janssen, oh Janssen, was machst du da? Bleib da. Na. Ja. Baba nimmt das Tempo raus, aber er wartet. Und? Versucht 1 gegen 1 gegen Lauro. Ja, das sieht schön aus. Opa! Oh, sehr schön gemacht von Baba. Und da ist das Ding. Was hat er da mit mir gemacht? Und Janssen geht einfach weg. Das war dein Fehler, weil du weißt, wie du gegen mich spielen musst. Ich weiß. Da musst du mir was anderes überlegen. Bruder, ich dachte, du gehst nach da, aber du hast nach da gemacht. Auto so machen, ich machen so, aber... Unwahr. Lauro erobert den Ball. Läuft drauf zu und spielt quer an Janssen. Janssen, oh Gott, Janssen! No. Janssen, du hast mich zerstört. Ich glaube, die Sonne hat dich geblendet, oder? Ich hab mich am Leben gehalten. Boah, ich glaube, die beiden haben eine Abmachung. Vorsicht. Da geht der 1 gegen 1. Baba ist Weltmeister! Congrats an Baba.
Glückwunsch an Baba. Du warst für mich der Gewinner des Tages. Das war's mit dem Video. Baba the King hat mal wieder die WM gewonnen. Jansa, du hast auch rasiert. Danke. Dennis, sehr, sehr stark. Engin, auch stark. Und natürlich, Bruder, für mich bist du auch wieder ein Held. Bruder, ich bin doch der beste Torwart. EU West. Vergesst nicht, bei den ganzen Jungs vorbeizuschauen. Alle sind hier unten markiert. Mit Instagram, mit TikTok, dem, ja. Mit Tinder. Ja. Auch bei dem hier Meißner. Ah, Lauro, das bin ich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.